Moin Leute! Spätestens nach unserem letzten Video zum Thema Steuern für Unternehmer habt ihr zumindest schon mal einen groben Überblick über das Thema. Die Frage ist nur, wie zum Geier funktioniert das mit den Steuern jetzt konkret in der Praxis? Genau darum kümmern wir uns in diesem und im nächsten Video. Let's go! Bei den Steuern für Unternehmer haben wir im letzten Video zwischen zwei Fällen unterschieden. Erstens die Steuern für Einzelunternehmen und Personengesellschaften und zweitens die Steuern für Kapitalgesellschaften. Je nachdem, welche Rechtsform ihr also für euer Unternehmen gewählt habt, müsst ihr also unterschiedliche Steuern zahlen und dementsprechend auch unterschiedliche Steuererklärungen abgeben. Nice! In diesem Video konzentrieren wir uns erstmal auf die allgemeinen Schritte, die ihr sowohl als Einzelunternehmer oder Personengesellschaft als auch als Kapitalgesellschaft durchlaufen müsst. Dazu aber vorher noch ein kleiner Disclaimer. Mit diesem Video geben wir euch einen guten Überblick über das Thema Steuererklärung und einige wertvolle Tipps mit auf den Weg. Wenn ihr aber wirklich zu 100% sicher sein wollt, dann sprecht auf jeden Fall mit einem Steuerberater. Allgemein könnt ihr eure Steuererklärungen über drei verschiedene Wege abgeben. Erstens, ihr macht es selbst über das Elster-Portal des Finanzamts. Zweitens, ihr macht die Steuererklärung per Hand und gebt sie persönlich ab. Oder drittens, ihr lasst das Ganze einfach einen Steuerberater machen. Vor allem am Anfang macht es für euch vermutlich am meisten Sinn, wenn ihr eure Steuererklärungen selbst macht. Ein Steuerberater ist nämlich nicht gerade günstig. Und besonders zu Beginn wollt ihr die Kosten in eurem Unternehmen wahrscheinlich so niedrig wie möglich halten. Den Zugang zum Elster-Portal erhaltet ihr automatisch mit der Gewerbeanmeldung per Post. Dieser Prozess kann übrigens unter Umständen ein paar Wochen dauern. Sobald ihr eure Zugangsdaten dann erhalten habt, könnt ihr euch ganz einfach online unter elster.de einloggen. Ganz wichtig, eure Zugangsdaten bestehen aus einem Passwort und einer Zertifikatsdatei, die ihr auf eurem PC abspeichert. Dieses Zertifikat solltet ihr nach dem ersten Mal anmelden auf keinen Fall löschen, weil ihr es bei jeder Anmeldung benötigt. Also die Datei einfach in einem sicheren Ordner auf eurer Festplatte ablegen und im besten Fall noch ein kleines Sicherheitsbackup machen. Dann seid ihr definitiv auf der sicheren Seite. Sehr schön. Wenn ihr erstmal in Elster drin seid, bleibt jetzt nur noch eine Frage. Und zwar, welche Formulare müsst ihr überhaupt ausfüllen? Darum kümmern wir uns jetzt. Das erste Formular, das ihr nach der Gründung eines Unternehmens immer ausfüllen müsst, ist der sogenannte Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Der bildet sozusagen die Grundlage für die zukünftige Besteuerung eures Unternehmens. Deshalb ist es auch super wichtig, dass ihr den richtig und gewissenhaft ausfüllt. Darin legt ihr nämlich zum Beispiel fest, ob ihr euch auf die Kleinunternehmerregelung berufen wollt oder ob ihr eine Soll- oder Ist-Versteuerung wählt und wie hoch die Steuervorauszahlungen in Zukunft sein werden, die ihr ans Finanzamt zahlen müsst. Wir können hier leider nicht auf jeden Punkt im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung konkret eingehen. Trotzdem an dieser Stelle noch ein Tipp. Es gibt in diesem Fragebogen super viele Bereiche, die ihr je nach Rechtsform überhaupt nicht ausfüllen müsst. Macht euch also keine Sorgen, wenn da einiges frei bleibt. Falls eure Eltern einen Steuerberater haben, lasst ihr am besten den am Ende einfach nochmal kurz drüber schauen, bevor ihr das Ganze abschickt. Auch wenn euch das dann vielleicht einmalig ein paar Euro kostet, könnt ihr euch danach wenigstens ziemlich sicher sein, dass alles einwandfrei passt. Falls ihr im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet habt, müsst ihr euch als nächstes noch um die Umsatzsteuer kümmern. Genau genommen braucht ihr dafür zwei Formulare. Erstens das Formular für die Umsatzsteuervoranmeldung und zweitens das Formular für die Umsatzsteuererklärung. Kurz zur Erklärung. Die Umsatzsteuervoranmeldung müsst ihr in eurem ersten Geschäftsjahr monatlich an das Finanzamt abgeben. Ja, ihr habt richtig gehört, monatlich. Im Grunde ist es aber halb so wild. So eine Umsatzsteuervoranmeldung ist in den meisten Fällen in 10 bis 15 Minuten erledigt, wenn ihr einmal den Bogen raus habt. Mit der Umsatzsteuervoranmeldung werden eure monatlichen Einnahmen und Ausgaben erfasst. Dadurch sieht das Finanzamt, wie viel Umsatzsteuer ihr von euren Kunden erhaltet oder an eure Lieferanten bezahlt habt. Wenn ihr mehr erhalten als bezahlt habt, müsst ihr den Rest an das Finanzamt überweisen. Andersherum bekommt ihr sogar Geld vom Finanzamt zurück. Die eigentliche Umsatzsteuererklärung müsst ihr nur einmal pro Jahr abgeben. Die dient im Grunde nur dazu, um die einzelnen Umsatzsteuervoranmeldungen über das Jahr hinweg nochmal zu überprüfen und eventuelle Fehler zu korrigieren. Letztendlich also auch eine ziemlich entspannte Sache. Nice, damit habt ihr jetzt schon mal die Grundlagen, die ihr in Sachen Steuern auf jeden Fall wissen müsst, wenn ihr ein Gewerbe anmeldet. Je nachdem, ob ihr jetzt ein Einzelunternehmen, eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft gegründet habt, gibt es anschließend noch ein paar weitere wichtige Punkte. Um die kümmern wir uns allerdings erst im nächsten Video. Davor fassen wir noch einmal kurz und knapp zusammen.
Welche Steuern ihr zahlen müsst, hängt maßgeblich davon ab, welche Rechtsform ihr für euer Unternehmen gewählt habt. Allgemein könnt ihr eure Steuererklärungen immer selbst elektronisch über das Elster-Portal vom Finanzamt, per Hand oder über einen Steuerberater abgeben. Die Basis für die Besteuerung eures Unternehmens bildet der sogenannte Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Falls ihr auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet, müsst ihr euch zusätzlich auf jeden Fall um die Umsatzsteuer kümmern. Diese ist unterteilt in eine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung und eine jährliche Umsatzsteuererklärung. Mehr zum Thema Kleinunternehmerregelung erfahrt ihr übrigens in unserem Video die 5 wichtigsten Steuertipps für Gründer. Das war's mit diesem Video. Bis dann!